Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Walking Dead. So. Ja, wir reden sofort. So, wo sind wir letztes Mal stehen geblieben? Letztes Mal meine ich. Ach ja, da war ja diese eiskalte, harte Wendung, wo Lady Carly erschossen hat. Dann gehen wir erstmal nach vorne quatschen und sehen, wie die Story weitergeht. What's up? Is Doc feeling alright? Ah, er wurde gebissen. Scheiße. What the fuck? Happened during the raid. What's the plan? We've never had a bite victim in the group before. I'm going to keep an eye on him and see what I can do from a medical perspective. We keep the same plan unless something changes. East. Oh, guys. What else is there to do? We thought you should know. Not that you've ever afforded us that type of luxury. Anyway, if you could tell Clementine, we would appreciate it. Ich soll dir sagen, dass er gebissen wurde. Die Arme. Hat sie einen kleinen Freund gefunden und jetzt sowas. Na komm her, Mini. Fragen wir sie mal. Verzeihung. Doc is bitten. Huh? He got bit by a walker trying to escape the motel. I don't feel good. Kann ich verstehen. What about Carly? There was no time for a burial. Walkers? Yeah. Horrible. Wie konnte sie einfach erschießen? Was ist mit ihr nicht richtig? I'm glad I have you. Me too. I heard you outside my treehouse that day and thought about dropping a hammer on your head. That's nice. I didn't though. Thanks. Oh, das habe ich jetzt falsch interpretiert. Ups. Water. Oh, was ist denn jetzt los? Ah, träumt bestimmt. Aber was? Das geht schon wieder nicht. Got something up ahead. What the fuck? Damn it. Road's blocked. Na ja, klar, es darf nicht glatt laufen. Now we gotta deal with this. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Was jetzt? Ne Choo-Choo. Ja, dann geht's mit der Bahn weiter, wa? Na, theoretisch den hinteren Anhänger ab. Und dann geht's los. Is there any way to get around it? Doesn't look like it. On foot, maybe. Can't really afford to do that now. This seems like a safe area. All this brush will stop anything from creeping up on us. And I'd like everyone out of the RV except her. I don't want folks trapped in there with her. Why don't you and I go look around? Yeah, everyone else relax. Clem, stay close to Kenny and Kat, okay? Lee, if you come across anything to drink, if there's a dining car or something, I think Doc's a bit dehydrated. It's a freighter, hon. Be careful in there. What? You think there might be something dangerous inside an abandoned locomotive? Hadn't crossed my mind. So, und weiter geht's. Dann suchen wir mal. Suchen, Lucky. Dann quatschen wir mal erstmal mit Booby hier.
gucken, ob er irgendwas zu sagen hat. Ob er es vielleicht doch vor. Ich frag mal. Was it you? Not this again. Was it? No! Okay then. What would you have done with Lily? I don't know. Left her? I've never seen anybody kill someone like that before. Yeah, you've seen a bunch of other stuff by now. Yeah, but not like that. Tja, das ist halt was anderes, ne? You, happy you stayed with us all this time? Yeah. Really? It's with you guys or dead. I would have died out there in the woods. Just like my classmates. You think this is better? Yeah, of course. Natürlich ist es besser, Mensch. Mal gucken, ob wir so rein... Obwohl, wie wollen wir denn da reingucken? Door's closed. Mal umschauen. Whoa. Somebody's been living in here. Yeah, man. Shit, think they're gone? Ist aber eigentlich kein schlechter Platz. But this looks recently used. Be on the lookout and have your guard up. Oh, hier ist Wasser. Ups. Ich wollte es gleich mitnehmen. Looks unopened. Dann nimm es gleich mit. I'll take this to Katja for Doc. Huch, sorry. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt. Ich musste eine Flasche bewegen. Nimm mir die Karte, können wir gebrauchen. Die nehmen wir mit. A map of where the train goes. I think these tracks might lead to the coast. Route 27, Savannah. That's where Kenny's got us headed. Da müssen wir nur die Lok zum Laufen bringen. So. Gucken wir uns nach vorne um. Maschinenraum. Might be something inside. Okay, gehen wir mal looky looky. A switch. Nothing. Ist da ein Zombie vorne? Gehen wir mal zurück und gucken uns mal die anderen Motorteile an. Tür auf. Werkzeug. Kann ich die anderen Teile auch mitnehmen oder tauscht er sie dann? Ah, okay. Bolzenentferner. Ach komm, ich nehme den Universalschlüssel mit. Wie er hier heißt. So. Boah, meine Katzen drehen wieder durch, wie ihr hört. Das tut mir leid. Gucken wir uns trotzdem weiter um, so lernen wir das. Weil wegen und so. Wir wissen ja nicht, ob hier irgendwo was Brauchbares sein kann. Oh, nothing. Ah, denn hier halt nicht. So, ich will gar nicht in den Islook-Haus, also ins Führerhaus. Da war doch ganz im Kopf. Okay, hier ist auch nichts. Dann gehen wir mal erstmal reingucken. Shit. We got one. Walker, sitting in the chair. We got him. So ist besser, ist ruhiger. Suppose we gotta look him over. Yeah. Ist der tot? Das war aber kein Walker, der wurde doch erschossen, oder? Ich wollte gerade sagen. I don't think this guy came back.
Christ. That light is blinking. Push it. Push it? Why not? Are you fucking serious? Here, look. It's just the brakes. Okay, I'll give you that one. This fucker works? Seems like it. I'll be damned. How the hell do we get it moving? I don't know. Ask Mr. Amtrak over here. No clue. We found this in the boxcar back there. Whoa, is this what it looks like? I think so. This hoss will take us right to Savannah. 100 tons of steel. Put 1,000 walkers between us and the ocean, and we don't have to give a shit. I can't believe it. Mal gucken. What about Doc? What about him? We can't act like nothing happened to him. We can't act like he's dead either. Okay, fair enough. Try to get this thing started. There's got to be some sort of manual or something. I don't know about that. That's the spirit. Ben, if you could keep an eye on the girls and Duck, I'd appreciate it. I'm gonna make sense of these controls. Man, this could be exactly what we need. Mal ins Kartenfach rein. It's a bunch of papers. Und das Bild seiner Familie, verdammt Scheiß. A bunch of maps about Georgia's cities. Nothing about the train. Was haben wir hier? Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Natürlich fehlt die Hälfte. Damn, pages are gone. I can kind of see the indentations from the writing. Finde einen Weg, den Notizblock zu lesen. Was haben wir hier dann noch? Ich finde ich ja hier vor dem. Jesus! Was? Das mache ich anders. Ich will nicht schießen, das könnte andere anlocken. In pretty good shape for a wreck. Ich gehe hier erstmal hoch. Hätte ich auch da vorne gekonnt, ich Idiot. Und ich hole mir dann nochmal so ein Werkzeug. Und damit mache ich ihn kaputt. Weil ich will nicht schießen. Das ist unnötiger Lärm. Ich will nicht noch mehr anlocken. In welchem war das jetzt? 1, 2. In dem waren noch Sachen drin, gell? Ja, sauber. Was nehmen wir jetzt? Na komm, wir nehmen den Bolzenentferner. Ich kann nur schießen, oder was? Na, dann muss ich wahrscheinlich doch den Sicherheitsgurt lösen, denke ich jetzt mal. Na komm, machen wir das zuerst. Eins nach dem anderen. Danach will ich nämlich noch auch im Güterwagen gucken, was auf der anderen Seite ist. Vielleicht finden wir da noch was Brauchbares für uns. Das Wasser für Duck habe ich auch. So. This door's gonna hurt. Ein bisschen. Was drauf anlegen? Ach komm. Can't get out of here. Sah gut aus, ja. Okay. You aren't gonna like this. Und zerschmetter einen sauber. So geht er doch. Wenn ich die Leiche wegziehen, das ist irgendwie bäbä. Naja, wie Kekse für die Kinder. So, da haben wir übrigens was zu essen gefunden nochmal für die Truppe. Oder die Kiddies. Ich
Ich meine, im Endeffekt brauchen die das wahrscheinlich mehr als wir. So, gehen wir mal weiter. Ich will jetzt nochmal hinten in den Waggon rein. Ich will auf der anderen Seite sehen, was da ist. Vielleicht haben wir da ja noch irgendwas Brauchbares für unsere Gruppe. Oder für uns. Oder finden irgendwas für die Kinder. Für die Kiddies. Kiddies, Kiddies. Zack. Machen Hüpf. Ach siehst du, dafür braucht nur das Werkzeug. It's stuck. I can definitely pry this thing free. If I can break it loose first. There's gotta be a better way to do this. Gehen wir mal aufs Dach. Shit. Broken. Ach so, das war gar nicht fürs Dach. Okay. Stuck. We need a bunch of force to break away all this rust and whatnot before I can pry anything free. Dann nehmen wir ein anderes Werkzeug wahrscheinlich. Jetzt hier noch irgendwo hin? Nee, ich rede einfach mit den anderen, dann können die mir einfach helfen. So sieht's aus. Hoffe ich zumindest. Aber erstmal gehe ich zu dem Kleinen und gebe ihm mal das Wasser. Wenn ich denn da hinkomme jetzt. Die waren doch irgendwo hier, ne? Ja, check, check, check. Dann fragen wir mal nach dem Zustand. How's that? I don't know. Tired. Which could mean a lot of things, right? Yeah. His body's probably fighting whatever's in it. Exactly. Have you heard anything out of Lily in there? Not a peep. I don't like that. She's probably in shock. She did a monstrous thing. Mal gucken. Has Clementine said anything to you about Carly or Duck or anything? I'm worried about her. No. That little girl is a puzzle. Yeah, she is. Ja, nachdem was sie erlebt hat. Poor Carly. Where did yesterday go? I don't know. Tja, das wissen wir alle leider nicht. Are you okay? I know you were fond of her. Alles okay. I'm fine. Don't worry about me. I do. Don't. I liked her, but she's gone now. I'm sorry, Lee. Anyway, let me know if anything changes here. Is Ken all right? What is he doing? He's put his mind to figuring out the train. What about you? Same thing, sort of. I found some instructions, but I can't read them. Oh. Well, I'm sure someone can help you. Ach, hier. Hier mit den na. Mit dem Durchpauschen. Here, found some water. Das müsste doch gehen. Oh, thank you. Perfect. He's allergic to bees. Is that right? That's all I can keep thinking about. Like... somehow that matters. It doesn't. I know. Well, I don't, but you're probably right. Come here. Here, I found these. If Duck's up for it. Thank you, that's very thoughtful. He isn't fussy, you know. What? Most kids, they're really fussy about what they'll eat. Hate vegetables, that kind of thing. Not Duck, huh? No. The most trouble I ever have is making him use a fork. Thank you, Lee. Sure. Kein Problem. Die tut mir auch echt leid. Es muss grausam sein. Jeder, der Kinder hat, versteht sie. We found a notebook that we think might have had some starter directions on it, but the page is missing. Well, I'm sure you guys will figure it out. Okay. Dann müssen wir gucken. Hey, Clem. What are you going to do with Lily? Oh, ich werde nichts machen. Erstmal sagen wir keine Ahnung. I don't
know. Something, I suppose. I don't know what we can do. She killed her. Yeah, it's horrible. Was machen wir jetzt? Okay. So, ich beende für heute erstmal die Aufnahme. Ja, ich habe noch was vor. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wie gesagt, schönen Abend, schönen Mittag. Guten Morgen, wann auch immer die Folge guckt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.